Es fallen die ersten Blätter von den Bäumen. Die Schlafenszeit für alle Laubbäume kündigt sich an. Es ist auch die Zeit des Fernsehfunk Berlin mit seinem jährlichen Saisonabschluss auf dem Festival of Lights. Fantastische Illuminationen, die viele Gebäude und Plätze in ein Lichtfeuerwerk verzaubern. Die Stadt in ein buntes Outdoor-Event verwandelt. Massen dafür sorgen, dass die Straße unter den Linden gesperrt werden muss. Keine Angst, sich auf die Füße zu treten, voller geht's nicht. Ich bin dürftig mit Smartphone und Selfie-Stick mit Stativfunktion ausgestattet. Genieße die Bestrahlung des Fernsehturms und die Schmetterlinge auf dem Dach der Marienkirche, die sich in einem romantischen Licht über den stehenden Schaulustigen präsentieren. So manches Pärchen war so von der Romantik ergriffen, dass man gleich an Ort und Stelle den Heiratswillen bekundet und mit einem langen Kuss besiegelte. Hübsch kitschig habt ihr es hier, höre ich den Teufel in meinem Hirn reden. Fehlen nur noch die rosaroten, mit Swarovski-Steinen versehenen Plüschbären als Animationsfiguren. Ich lasse die Stimmen im Bühnennebel des Marx-Engels-Forums dahinschweben. So bin ich einige Male an 10 Tagen im Oktober an verschiedenen Orten in der Stadt unterwegs. Halte die schönen Bilder für den Fernsehfunk Berlin fest. Doch ein Tag läuft aus dem Ruder und wird zu etwas Besonderem. Der Tag des 7. Oktobers. Nun könnte ja jeder Ossi unter uns an den ehemaligen Nationalfeiertag der DDR denken. Aber an diesem Tag wehten ganz andere Fahnen im Wind der Stadt. An diesem Tag war ich schlecht vorbereitet und verpennte die Informationen. So bin ich einfach los, wollte auf den Bebelplatz, unwissend, was dort gerade geschieht. Ich fahre mit der U5 bis Museumsinsel. Die Sterne am blauen Himmel begrüßen mich und lassen mein Gemüt aufatmen. Schinkel lässt grüßen. Die lange Rolltreppe des neuen U-Bahnhofs bringt mich ans Licht dieses Abends. Laufe durchs kurze Grüne am Rande der Karl-Liebknecht-Straße, überquere die gleichnamige Brücke, schaue beim Laufen auf die Spree. In nicht weiter Ferne Polizeiwagen, Sicherungsposten. Ich wundere mich. Fast ahnungslos begleitet mich meine Unwissenheit. Mein Ziel war im Blick. Der Bebelplatz. Ein Meer an israelischen Flaggen wehten in der Berliner Luft. Megafone erhalten den Raum. Die Uhr zeigte 18.15 Uhr. Ich war zu früh dran und meine Ahnungslosigkeit immer an meiner Seite. Ich ließ die Demonstration links liegen und wechselte die Straße. Ein orangefarbenes Licht verhüllt den Himmel an der neuen Wache. Touristen standen am Gitter des Eingangs dieses Monuments. Ich tat es ihnen gleich. Käthe Kollwitz, Mutter mit totem Kind, verharrt ohne Regung. Ein verwelkender Kranz mit italienischen Farben lag ihr zu Füßen. Einen kurzen Moment halte ich inne und lasse die Situation auf mich wirken. Zum Schluss noch ein Foto. Dann setze ich mich auf eine Bank gleich neben der Wache, eingerahmt von Kastanien mit Heinrich Heine im Rücken. Ich musterte die gegenüberliegende Demonstration, wunderte mich über die Uhrzeit. Eigentlich sollte sie längst zu Ende sein. Lange hielt es mich nicht auf der Bank und ich stattete Alexander und Wilhelm Humboldt einen Besuch ab. Vor den Denkmälern der Naturwissenschaftler der hiesigen Universität aufgebaute Stände mit allerlei Krimskram, vor allem Bücher. Das weckte mein Interesse. Ich schritt die Parade der Bücherkartons ab. Ganz am Schluss, der vorletzte Karton hat es mir angetan. Keine dicken oder großen Schmöker,
Klein, zierlich, aufgereiht stehen sie parat. Ich greife hinein, durchstöber wie in einem Karteikasten das Konvolut. 2 Euro pro Buch wollte der Händler haben. Da sehe ich es. Ein Taschenbuch von Christian Morgenstern. Der Titel etwas gewöhnungsbedürftig, aber interessant. Meine Neugier ist geweckt. Ich zögere nicht. Machte den Kauf perfekt und hielt nun die Galgenlieder des Christian Morgenstern in meinen Händen. Das erworbene Gut wollte ich sofort unter die Lupe nehmen. Ich suchte einen ruhigen Ort, aber die Bänke an der neuen Wache waren bereits vergeben. Was nun? Einfach im Stehen lesen? Unbequem. Unentspannt. Ich setzte mich einfach in die Bushaltestelle, wo noch ein Platz für mich übrig war. Jetzt konnte es sogar regnen. Ich blieb im Trockenen. Die Galgenlieder des Herrn Morgenstern. Das Buch betrachtete ich wie ein Obduzent. Beginne mit der Außenansicht dieses Buches. Christian Morgenstern, alle Galgenlieder, steht auf dem Cover, begleitet von einer Karikatur mit 2 Plüschmäusen, kopfüberhängend und mit den Schwänzen verbunden. Eigenwillige Illustration, eingerahmt mit einem rot-schwarzen Schachbrettmuster, gekennzeichnet vom Logo des Aufbauverlages. Auf der Rückseite ein Porträt des Künstlers. Erste Auflage von 1983. Ich war erstaunt, wie billig Bücher scheinbar in der DDR gewesen waren. Ganze 1,85 Mark. Faszinierend, wenn man sich überlegt, dass ein Pfund Butter 2,50 Mark und 10 Eier für 5 Mark damals zu haben waren. Das Buch beginnt mit einem Zitat von Nietzsche. Dem Kinde im Manne. Im echten Manne ist ein Kind versteckt, das will spielen. Meine Mundwinkel bewegen sich zu den Ohren und ich merke, wie das Kind in mir anfängt, albern zu werden. Ich schlage die Seite um, ein Zitat von Christian Morgenstern. Allein auf der ganzen Seite bringt den Leser zum Innehalten. Lass die Moleküle rasen, was sie auch zusammenknobeln. Lass das Tüfteln, lass das Hobeln, heilig halte die Ekstasen. Jetzt hielt mich nichts mehr. Ich fing an zu lachen und begab mich in den Tunnel der Lustigkeit, ohne etwas von meinem Umfeld mitzubekommen. Fast vergaß ich die Uhr. Behutsam verstaute ich meine Errungenschaft in meiner Umhängetasche, die fast dafür gemacht schien, dieses Büchlein in sich aufzunehmen. Stolz umhüllt mich. Mit geradem Rücken und einer albernen, geschwellten Brust laufe ich über die Straße. Vorbei am Eingang der Deutschen Oper, wo einige Leute ihre Zigarettenpause genießten und ihren Smalltalk hielten. Noch immer wehten die israelischen Flaggen tapfer im Wind. Die Masse dieser Veranstaltung war noch lange nicht bereit zu weichen und eine Illumination à la Festival of Lights machte keine Anstalt, ihr Feuerwerk an Licht abzuhalten. Jetzt erst dämmerte es mir. Der Jahrestag des heimtückischen Überfalls auf Israel am 7. Oktober ließ das Festival of Lights an manchen Orten gedämpft ablaufen oder sogar ausfallen. Warum am Bebelplatz? Ah ja, schon wieder pochte der Specht an meiner Birne, um mir den Hinweis einzuhämmern. Ort der Bücherverbrennung 1933 und der Beginn einer systematischen Verfolgung von jüdischer, marxistischer, pazifistischer und anderer oppositioneller oder politischer unliebsamen Schriftsteller. Damals hieß dieser Platz noch Opernplatz und inmitten dieses heutigen Bebelplatzes ein in die Erde gelassenes Denkmal. Hell erstrahlt es von innen heraus. Schaut man hinein ins beleuchtete Viereck, ist nur ein leeres, weißes Regal zu erkennen.
Nackt und schutzlos wird es von den Beschauenden angesehen. Mein Blick fällt zur Hedwigskathedrale. Auf dem Hotel Rom gleich nebenan grüßen mich die Sonnenschirme vom Dach in freudiger Erwartung auf die nächste Illumination. So schlendere ich über den Bebelplatz hin zum Reiterstandbild Friedrich des Großen. Er steht im Dunkeln, als würde er schon früh zu Bett gegangen sein. Ich lasse ihn schnarchen und fahre mit der U-Bahn zum Brandenburger Tor. Wenigstens ein Blick auf das Wahrzeichen von Berlin erhaschen, doch auch dieses Bauwerk gedämpft im Licht, die israelische Flagge abgebildet durch die Lichttechnik. Viele Touristen, die nur auf der Durchreise sind, warten auf den Countdown der Lichtshow, die ausblieb. Enttäuschte Gesichter umgeben mich, der Pariser Platz abgesperrt. Ich schlüpfe hindurch, vorbei an der amerikanischen Botschaft und dem angrenzenden Torhaus dieses Torbauwerks, das Geschichte geschrieben hat. Mit schnellem Schritt laufe ich dem Potsdamer Platz entgegen. Hier ist was los. Ein Tiger und ein Pfau begrüßen jeden, der diesen Platz besucht. Ich positioniere mich auf dem Sockel der historischen Ampel. Von hier aus kann ich jeden Blickwinkel des Potsdamer Platzes erfassen. Der Boden des Platzes mit bunten Mustern bestrahlt, die Hochhäuser mit Lichtcollagen verziert. Ich lasse den Ort eine Weile in mich ruhen und genieße das Farbenspiel. Meine Füße schlachsen langsam über den Platz in Richtung U-Bahnhof, der mich zum Alexanderplatz zurückbringt. Dort drücke ich mir noch einen Cheeseburger rein. Mein Magen brüllte wie ein hungriger Löwe und mein Kreislauf machte kurze Pausen. In meinem Kopf füge ich bereits die Bilder zusammen. Der Drang, nach Hause in meine Produktionsstätte zu kommen, war groß. Die S-Bahn bringt mich mit gefülltem Bauch, der mich aussehen lässt, als hätte ich einen ganzen Bierkasten verdrückt aus dem Getümmel der Großstadt, hinaus an den Stadtrand, dort, wo man das Herz der Stadt viel leiser spürt. Die Türen öffnen sich. Ich trete auf den Bahnsteig hinaus, bleibe kurz stehen und hole tief Luft. Das Ampelmännchen an der Märkischen Allee hat bereits Feierabend gemacht. Der reguläre Bus ist längst vom Nachtbus abgelöst worden. So laufe ich hinunter zum Wuhletalwächter, der mir den Weg in meine Nachthöhle weist. Der Schlüssel öffnet mir mein Heim. Ich lasse mich auf die Couch fallen. Als ich aufwachte, ist bereits eine Stunde vergangen. Ich zog mich aus, machte mich bettfertig und ließ das Schnittmaterial links liegen. Denn ich verfiel wieder in einen schönen Schlaf, der mich in den nächsten Morgen führte.